So, einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle herzlich zur Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen den Rekordmeister THW Kiel. Um 20.30 Uhr tritt die Mannschaft von Michael Haas, der rechts neben mir ist, und natürlich auch von Sebastian Firnhaber gegen eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt an. Das ist natürlich immer ein ganz besonderes Highlight. Und ja, wir freuen uns einfach da auf so viel Qualität, die uns entgegensteht. Das ist immer eine Besonderheit der stärksten Liga der Welt, dass man dort auf Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, MVPs, Welthandballer, davon ist ja der THW von oben bis unten prall geschückt, spielen darf. Das ist immer eine besondere Ehre, aber natürlich auch eine besondere Herausforderung. Und wir haben auch gesehen, dass wir in den letzten Jahren natürlich auch uns entwickelt haben. Dementsprechend, auch wie wir in die Saison gestartet sind, ich sage nicht, wir sind chancenlos. Wir haben natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe vor der Brust, das wissen wir alle. Aber wir sind auch ebenfalls gut in die Saison gestartet und wissen auch, was unsere Fans im Rücken für eine Kraft mit uns zusammen auf die Platte bringen können. Und dementsprechend freuen wir uns einfach auf einen großen Fight morgen. Das wird ein absolutes Highlight und darauf bereiten wir uns natürlich sehr intensiv vor. Haben natürlich da auch den ein oder anderen Zuschauer mehr in der Halle und freuen uns natürlich da über jegliche Unterstützung und sehen uns da natürlich auch gut gewappnet gegen das, man könnte schon fast sagen, Spiel der Spiele, weil gegen so eine Mannschaft ist es natürlich immer eine ganz besondere Situation und dementsprechend freuen wir uns auf einen großen Fight, aber darauf hat sich natürlich auch der Trainer entsprechend vorbereitet und deswegen, Hassan, wie sieht das Spiel morgen? Ja. Guten Morgen zusammen. Also gucken wir erstmal auf unsere Jungs. Ich muss sagen, dass meine Mannschaft ist gerade in einem Zustand, wo sie erstmal vor nichts Angst hat. So, wir haben uns das Gefühl erarbeitet, dass wir gegen jeden Angriff eine gute Deckung spielen können und auch wahrscheinlich gegen jede Abwehr Tore werfen können. Das ist erstmal ein gutes Grundgefühl, was wir haben. So, und jetzt kommt Kiel. Kiel ist natürlich, wenn man danach Schwachstellen sucht, kann man lange suchen. Das sind alles Spieler, die erstmal alles können. Da kommt eine ganze Menge Qualität auf uns zu. Das hat René gerade schon sehr ausführlich gesagt. Ich sage aber trotzdem nicht, dass sie unbesiegbar sind. Natürlich spricht die Gesamtbilanz nicht unbedingt für uns. Aber wir können kämpfen. Ich glaube, dass wir morgen ordentlich Zuschauer in der Halle haben, die uns helfen werden und auch helfen müssen. Und ja, wir versuchen da mit allem, was wir haben, uns da dem entgegenzutreten, dieser wirklich, wirklich sehr powervollen Mannschaft. Das ist einfach wirklich krass, was die da im Moment auch spielen, sind auch in einem guten Zustand. Aber wir überlegen uns was und nochmal, wir sind auch gut in die Saison gestartet. Es gibt keinen Grund, da morgen als Fans aufzutreten und die Punkte herzuschenken. Wir sind bereit. Tja, Flamme, wer könnte den THW besser einschätzen als du? Du hast viele Jahre dort gespielt. Wie siehst du den Kampf morgen gegen deine Ex-Kollegen? Ja, guten Morgen erstmal. Ich freue mich natürlich drauf, die alten Kollegen wiederzusehen. Und Hassan hat es eben schon gesagt, es wäre natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel. Gerade die zweite Welle vom THW ist sehr, sehr stark mit den zwei Kreisläufern, sehr powerful. Und müssen wir einfach in unsere Hilfssituation in der Abwehr gut kommen, gut zusammenstehen und wir haben aber jetzt schon gezeigt, dass wir richtig Beton anrühren können mit einem richtig guten Torwart hinten drin. Und ich freue mich einfach drauf. Das Spiel muss erst gespielt werden. Es geht bei 0-0 los. Also mal sehen, was dann bei rumkommt. Vielen Dank, Flamme. Vielen Dank, Hassan. Vielen Dank für Ihr Zuschalten und Ihr Kommen. Und wir sehen uns morgen um 20.30 Uhr in der Arena Nürnberg Versicherung gegen den THW Kiel. Bis dahin. Tschüss.